Kann ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen, wenn es im Johannesevangelium Kapitel 5 heißt, dass eine Rebe weggenommen wird und verbrannt wird? Definitiv nicht. In Johannesevangelium Kapitel 15 geht es gar nicht um die Frage der ewigen Rettung und Verdammnis, sondern es geht um das Hervorbringen von Frucht. Frucht sind dabei sichtbare Glaubenswerke, Werke des Glaubens, die Gott der Vater anerkennt. Und Jesus Christus erklärt seinen gläubigen Nachfolgern, die da waren, Judas war nicht mehr da, eine Metapher. Er vergleicht sich selbst mit einem Weinstock und an dem Weinstock gibt es zwei Kategorien von Reben. Die einen Reben bringen keine Frucht und haben auch nie Frucht gebracht und die anderen Reben bringen Frucht und sollen noch mehr Frucht bringen. Dafür werden sie gereinigt und gepflegt, damit sie noch mehr Frucht bringen. Die einen spricht Jesus Christus an mit jemand, die anderen spricht er fünfmal an mit ihr, die Gläubigen. Nun, diese zwei Kategorien von Reben repräsentieren zwei Kategorien von Nachfolgern. Es geht hier um den Bereich des christlichen Bekenntnisses, der Christenheit. In diesem christlichen Bekenntnis gibt es Menschen, die bekennen sich zu Christus. Sie bekennen, Christ zu sein. Sie sind also am Weinstock gemäß ihres Bekenntnisses, aber sie haben kein echtes Leben. Sie haben keine echte Lebensbeziehung zu Christus. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind nur Schein- und Namenschristen und bringen deshalb keine Frucht. Christus wird sie wegnehmen. Und die andere Kategorie, die sind echte Nachfolger. Sie haben eine echte Lebensbeziehung zu Christus durch die Wiedergeburt. Das ist hier, Jesus sagt, ihr seid rein. Das ist die Anspielung auf die Waschung durch die Wiedergeburt. Sie haben eine echte Lebensbeziehung und sie sollen in praktischer Weise in Christus bleiben. Das bedeutet, sie sollen in praktischer Weise in Abhängigkeit zu Christus leben und diese bringen Frucht für Gott. Es geht also hier um zwei Kategorien von Nachfolgern, die Unechten, die keine Frucht bringen und nie Frucht gebracht haben, und die Echten, die durch eine Lebensbeziehung haben durch Wiedergeburt, die Frucht bringen. Nun, die Unechten werden weggenommen werden und verbrannt werden. Das ist keine Anspielung auf die Hölle, das ist die Metapher, die besagt die totale Wertlosigkeit dieser Reben. Sie haben keinen Wert für Gott. Und wegnehmen bedeutet auch, dass Gott klar machen wird, wer echt ist und wer unecht ist. Und er wird auch die Unechten teilweise herausnehmen aus der Gemeinschaft der wahren wiedergeborenen Christen. Das ist das Wegnehmen. Und die echten Nachfolger, die wird er pflegen und erziehen, damit sie mehr Frucht bringen. Das ist Johannes 15. Da geht es um die Frage des Fruchtbringens von echten und unechten Nachfolgern.